Hallihallo und willkommen. Wie ihr seht, bin ich ungeschminkt und das sieht man vor allem an meinen Augenringen. Sie sind sehr stark, liegt einfach an der hellen Haut und dafür brauche ich meistens einen sehr guten Concealer, um die abzudecken. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt ungeschminkt bin, weil ich habe ein ganz cooles Rezept gefunden für einen Concealer zum selber machen und ich dachte, ich mache ihn jetzt mal selber und teste ihn dann gleich im Anschluss, um zu gucken, ob er dann überhaupt richtig funktioniert. Und für diesen Concealer braucht ihr im Grunde wirklich nicht viel. Ihr braucht einmal eure ganz normale Gesichtscreme. Ich benutze Olas, wie ihr vielleicht wisst. Das ist die für normale bis trockene Haut. Und dann braucht ihr entweder ein Mineral Puder oder in dem Fall, wie ich es jetzt mache, ganz normales Make-up Puder. Ich weiß nicht, ich habe es euch schon mal, glaube ich, gezeigt. Das ist von Rossmann. Das ist auch so ein antibakterielles Puder in meiner Hautfarbe. Also ganz hell und ich bin nicht so glücklich mit dem Puder an sich. Ich finde es nicht ganz so gut und deswegen dachte ich jetzt, ich benutze jetzt einfach dieses Puder. Ich werde es einfach nachher mit Zuhilfenahme eines Löffels klein machen, dass es ja im Prinzip so ganz fein ist und dann mit der Creme vermischen. Und dann braucht ihr noch so einen Behälter. Ja, so Behälter findet ihr fast überall mittlerweile im Müller, im DM, wo auch immer. Ganz genau weiß ich jetzt blöderweise nicht, wie die Konsistenz, also wie viel Creme und Puder man braucht. Also man braucht auf jeden Fall, glaube ich, mehr Puder als Creme. Aber ich werde es euch einfach im Anschluss sagen, wie viel ich brauche. Ich werde es jetzt erstmal so machen, dass ich es 1 zu 2 mache, also dass ich etwa einen Esslöffel Puder nehme und nur einen halben Esslöffel Creme und dann werde ich gucken, wie die Konsistenz ist. Und ich würde dann einfach mal sagen, wir fangen direkt an. Your hand fits in mine, like it was made for me. But bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks. And it all makes sense to me. I know you never loved the crinkles by your eyes. When I smile, I've never loved my stomach or my thighs. Dimples in my back, at the bottom of my spine. Love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you. Oh, it's you. They add up to I'm in love with you. And all these little things. Okay, ich bin wieder da. Vielleicht seht ihr es, ich habe dieses Auge, also den Augenring, abgedeckt mit meinem ganz normalen Make-up, also mit meinem ganz normalen Concealer. Und wie ihr seht, hier ist auf jeden Fall noch ein Augenring vorhanden. Das fertige Produkt sieht jetzt so aus. Ihr könnt natürlich, wenn ihr nicht besonders starke Augenringe habt, könnt ihr natürlich das ein bisschen mehr cremeflüssiger machen. Wenn es aber bei euch so ist wie bei mir, würde ich euch echt sagen, macht es relativ dickflüssig. Und es sah so, wie ich erwartet habe. Ich habe etwa einen Teelöffel Puder gebraucht und etwa einen halben Creme. Ich weiß, es sah ein bisschen mehr aus, weil ich immer mal wieder das Puder klein gemacht habe und dann wieder reingemacht habe. Es war etwa so ein guter Teelöffel, bisschen gehäuft vielleicht. Und jetzt habe ich hier meinen Spiegel und würde jetzt einfach mal das hier ausprobieren und mal gucken. Ich habe hier auch mein Schwämmchen, das schon ein bisschen aussieht, als hätte ich es gut benutzt. So, jetzt benutze ich so. Also es sieht auf, also es ist auf jeden Fall, fühlt sich schon mal nicht schlecht an. Mache ich noch ein bisschen was auf mein Augenlid. Ich finde, dann sehen die Augen wacher aus. Und ja, ich muss eigentlich sagen, ich finde es ziemlich gut. Ich finde es sogar fast gleichwertig wie mit dem Auge, oder? Was findet ihr? Wie denkt ihr? Ich finde es, bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, wie ihr vielleicht merkt, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so gut funktioniert. Also, ich muss sagen, ich finde es überraschend gut. Von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ich kann es euch echt nur empfehlen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Concealer, den ich habe, ist manchmal von P2. Okay, der ist nicht teuer, aber ich habe auch einen von Kiku, der kostet 6,50, glaube ich.
Und der ist schon relativ teuer und das ist auch etwa in der Größe. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, okay, die Euler-Creme kostet komplett 6 Euro, aber ihr habt ja gesehen, ich habe einen Teelöffel davon, einen halben Teelöffel gebraucht. Und dieses Puder von Rossmann hat, glaube ich, 1 irgendwas, 1,80 oder 90 oder so gekostet. Und ich habe ja davon auch nicht alles benutzt. Und das heißt, dieses, okay, es ist jetzt nicht voll, aber ich habe echt jetzt nur ganz wenig genommen. Also ich würde jetzt mal sagen, das reicht mir auf jeden Fall wahrscheinlich für einen Monat oder einen halben. Dieses Teil hat jetzt wahrscheinlich 50 Cent oder so gekostet. Und ich finde es eigentlich fast, jetzt so auf dem F Bild, fast identisch mit dem Kikyu Teil. Also von mir aus kann ich das jetzt echt häufiger benutzen. Ich finde es richtig, richtig gut und ich bin total begeistert. Und ja, wie schon gesagt, Daumen hoch. Lasst mir Kommentare da und sagt mir, wie ihr das fandet. Ob ihr es denn auch so gut fandet oder ob ihr es schlecht fandet. Oder ob ihr noch bessere Ideen von Concealer habt, die noch besser halten. Aber also ich bin jetzt echt hellauf begeistert. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.